Ja, ahoi, hier ist er wieder, euer Hoder, mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, Patch 5.5 ist durch und ich bin auch gleich auf einer der neuen Karten gelandet, auf Bergkette, leicht asiatisch angehaucht, die ganze Sache. Aber wenn ich hier das Matchmaking sehe, da bekomme ich gleich wieder feuchte Augen. Ich stehe hier mit meinem 8er Schlachtschiff mit der Türbiz einer Yamato und einer Izumo gegenüber. Und als wäre es das nicht genug, gibt es hier auch noch eine reine Zerstörerschwemme. Jedes Team hat 5 davon. Ja, 3 Zehner auf der anderen Seite, 3 Shimakazes gegen mich. Und als Sahnehäubchen obendrauf gibt es natürlich auch noch eine Essex, oder? Essex ist der Neuner, die Essex? Ja, die Essex, genau. Neuner Flugzeugträger der Amerikaner. Ja, das heißt für mich hier die Sache äußerst, äußerst vorsichtig angehen, weil, wie gesagt, hier sind genug Torpedos, um mich mehrfach ins Jenseits pusten zu können. Ja, wie sieht die Karte aus? Eigentlich ganz hübsch. In der Mitte hier eine etwas dickere Inselkette mit größeren Inseln an rechts und links. Ja, sind mehr so Klippen und eine leichte Landmasse. Wir sind im Standardgefecht. Ja, gucken wir mal, rutschen wir einfach mal hier vor, wo wir gestanden sind und schauen mal, ob wir da irgendwo auf irgendwas wirken können, ohne dass wir gleich ins Jenseits geschickt werden. Ja, unser Team teilt sich hier ja recht normal auf. Wie gesagt, ich kann zu der Karte noch nicht viel sagen. Aber ich muss natürlich auch sagen, was hier grafisch gemacht worden ist, ist echt absolute Sahne. Also auch das mit dem Wetter. Ich war bis jetzt leider noch nicht auf Norden, um das dynamische Wetter erleben zu dürfen. Aber ich hoffe, dass ich das euch auch irgendwann mal präsentieren kann. Aber wie gesagt, jetzt hier zurück zum Gefecht. Wir wurden schon gesichtet. Klasse Sache, das. Nicht schön. Das heißt, hier vorne ist einer von den vielen Zerstörern. Unsere Fubuki spammt da erstmal Torpedos irgendwo zwischen die Inseln. Schauen wir mal, ob sie denn da was treffen kann. Ich sehe hier momentan nichts, werde aber gesehen, das ist natürlich eine Sache, die mir nie wirklich gefällt. Ah, da vorne kommt das erste Ziel in Sicht. Eine Shimakaze, eine Mogami und die Izumo, das Neuner Schlachtschiff. So, nehmen wir uns erstmal die Mogami vor, damit unsere Zerstörer hier ein bisschen besser arbeiten können. Setzen wir mal die erste Salve ab. Die ist zwar ausgegangen, aber ja, schauen wir mal, was die Salve so anrichtet. Jawohl, und da hat es auch schon mal richtig geklingelt. Ein Zitadellentreffer, 3 normale Treffer. Und da sehen wir es. Oh, ja, fast 50% habe ich schon abgezogen. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Probieren wir es gleich nochmal. Aber ich sehe, die dreht nach hinten raus. Was haben wir noch im Angebot? Oh je, da kommt noch die Des Moines. Klasse, klasse. Das wird ein enges Spiel. Wir setzen erstmal auf die Izumo ab hier. Das ist momentan das günstigste Ziel für mich. Unser Flugzeugträger scheint das hier ganz gut zu lösen, die Sache. Naja, toll. 5 Treffer, ein Overpen-Hit. Ihr seht, die Türbiz ist eher der Nahkämpfer auf große Entfernung. Fehlt es den 380 mm Geschützen einfach ein bisschen an Durchschlagskraft, würde ich mal sagen. So, gucken wir, ja, probieren wir es nochmal. 1160 haben wir bis jetzt auf der Uhr. Oh, da vorne ist eine Fubuki. Aber die ist keine Gefahr. Und das waren 6 Treffer. Ja, das dürften knapp, ja, 10.000. Wenn wir oben auf den Damage Maker gucken, auf den Damage Counter meine ich natürlich, haben wir da 10.000 Schaden gemacht mit 6 Treffern. Das ist doch schon wesentlich besser. So, weiter. Izumo, die fährt da, als gäbe es keinen Morgen und keine Feinde, immer noch recht geradeaus. So, gucken wir mal, was die Salve anrichtet. Also, wie gesagt, die Karte ist, gefällt mir schon. Da, 3 Treffer mit knapp 3000 Schaden. Nicht ideal. Wir haben einen Zerstörer verloren, der Gegner hat einen Zerstörer verloren. Ich will hier mit meinem Schlachtschiff nicht in diese kleinen oder zwischen diese kleinen Klippen. Ihr kennt mich ja, Inseln sind nicht unbedingt meine Freunde. Deswegen drehe ich hier eine Ehrenrunde. Und fahre dann andersrum wieder aufs freie Wasser. Natürlich nicht, ohne meine hinteren Türme hier noch auf ein Ziel bringen zu können. Was haben wir da? Die Des Moines. Raus damit, mal schauen, ob die ihren Kurs beibehält und ob wir sie denn erwischen. Na? Ja, toll. Erwischt haben wir sie. Natürlich ohne Schaden. Ein Treffer ohne Schaden auf einen Kreuzer. Naja. Wie gesagt, ihr seht, ist nicht unbedingt für große Reichweiten gemacht, die Türbits.
So, jetzt haben wir aber die vorderen Geschütze noch dazu genommen. Setzen da nochmal eine Vollsalve auf die Dämonen ab und schauen mal, was dabei rumkommt. So, wie sieht's aus? Immer noch Gleichstand. Oh, das hat er bestimmt nie gefallen. Das waren glatt mal 10.000. So, in ein angewinkeltes Schiff reingedrückt, ohne Zitadellentreffer. Hübsche Sache das, damit kann ich leben. So, gucken, er dreht nach oben, er dreht nach oben. Probieren wir in die Drehung reinzufeuern. Die Torpedoflieger greifen auch gerade die Dämonen an. Sehr schön, das wird ein sehr schöner kombinierter Angriff. Was machen wir? 5.800 und ein Geschütz habe ich schon weggeschossen. Und jetzt müssten eigentlich auch gleich die Torpedos einschlagen. Und, Dämonen, Treffer, Treffer, jawohl. Sehr schön. Und da war sie raus, die Ossi Elke. So war der Name. Schön, gefällt mir. So, Dämonen, ach nee, Quatsch, Dämonen ist raus. Mogami. Jo, über uns tobt der Luftkampf. Aber das soll uns erstmal nicht interessieren. Die Salve ging völlig ins Leere. So, ein Zerstörer von uns hat sich da oben an der Landmasse vorbeigeschlichen, die Fubuki, um da mal zu schauen, was da oben so geht. Die Moin ist Mogami, die Moin Fubuki. Ich meine natürlich, die Mogami ist für mich gerade hinterm Felsen, kann da nicht drauf schießen momentan. Oder gucken wir nochmal, nee, das wird nix. So, was sagt die Yamato? Ja, Mato. Fubuki, auf 11 Kilometer, Zerstörer. Na, probieren wir unser Glück. 9.500 Platten hat sie noch. Hab leider nur AP geladen, aber was soll's. Wir schießen einfach mal hinterher und dann machen wir 4 Treffer. Sehr schön, 4 Treffer und das hat sie 5.000 Punkte gekostet. Sehr, sehr schön. So, weiter gucken, was macht sie jetzt? Was macht sie jetzt? Sie feuert, auf was feuert sie da? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, auf jeden Fall hält sie gerade ihren Kurs, fährt schön geradeaus. 4.800 Punkte, wir setzen die Salve ab, schön in Fahrtrichtung, mal schauen. Aber er scheint seinen Kurs wirklich nicht zu ändern. Jawohl, und 2 Treffer und versenkt. Sehr schön. Kill Nummer 1 für uns auf der Uhr. War zwar bloß ein mickriger Zerstörer, aber bei diesem Match dürften so und so keine hohen Damage-Zahlen rauskommen, da, wie gesagt, durch 10 Zerstörer auf beiden Seiten natürlich nicht so viele Lebenspunkte im Spiel sind. So, auf Mogami abgesetzt. Der Gegner hat von seinen 5 Zerstörern noch ganze 2, wir allerdings auch. Mittlerweile haben wir allerdings ein Schiff mehr versenkt. Und führen dadurch leicht. Sehr schön. Ja, Mogami ist aus meiner Salve rausgedreht. Das war mal nicht so. Yamato. Oh. Noch ein Zerstörer, die Shimakaze. YOLO McQueen. Was für ein geiler Name. YOLO. Aber der fährt hier überhaupt nicht YOLO. Der wackelt nämlich wie ein Lämmerschwanz. Ich glaube kaum, dass ich den treffen werde. Ne, alles vorbei. Leider Gottes, da gehen Torps raus. Auf was? Auf die Yamato, denke ich mal. Die gegnerische Yamato hat jetzt allerdings Probleme mit unseren Fliegern. Wird hier angeflogen, bekommt da ordentlich Torps reingedrückt. Brennt außerdem, hat noch 36 Platten. 36.000 Platten abnehmen. Deswegen feuere ich jetzt hinten auf die Mogami. Weil ich denke, die Yamato sollte absaugen. Jawohl, Zitadellentreffer und versenkt. Kill Nummer 2. Sehr, sehr schön. Und die Yamato, die gegnerische, hat es auch erwischt. Ha, coole Sache das. Damit haben wir da schon mal einen wirklich, wirklich großen Faktor oder großen Störfaktor ausgenommen. So, jetzt ist hier auf der Seite gerade mal nichts mehr zu sehen. Das heißt, wir laufen an der Inselkette vorbei, rüber auf die andere Seite. Da kommt nämlich die Izumo, was ist da noch? Eine Moskwa, gerade voraus, die ist schon angefressen und eine Mogami. So, werden wir erstmal unsere Moskwa da unterstützen gegen die feindliche Moskwa. Also gegen den Tier 10 Kreuzer der Russen. 11.000 Platten haben wir, hat er noch, Geschütze sind eingeschwenkt, Salve geht raus. Oh je, da hat er aber schon einen harten Treffer kassiert. 1267 Platten sind noch übrig. Und ja, die fressen wir. Sorry, abgestaubt, konnte ich nicht wissen, wo ich abgesetzt hatte. Hat er noch über 10.000 Platten gehabt.
Zum Schluss waren es dann leider nur noch 1200 und ein bisschen was Kleines. Naja, ist egal, Kill Nummer 3 führt die Turbits in einem Gefecht, wo ich das nicht erwartet hätte. Ja, zumindest kommt da vorne noch eine Mogami, die wechselt gerade den Kurs, aber die größere Gefahr geht für uns jetzt momentan von der Izumo aus. Und deswegen werden wir uns den jetzt mal zur Brust nehmen. Laufen wir direkt drauf zu, um eine möglichst kleine Trefferfläche zu bieten. Toll, treffen ihn für einen Overpen-Hit. Ist natürlich nicht die Welt. Seine Geschütze sind allerdings momentan in eine völlig andere Richtung gedreht. Das heißt, entweder hat er mich nicht bemerkt oder er kämpft hier gerade mit was ganz, ganz anderem. Schätzen wir mit unserer Yamato. So, hauen wir noch eine Salbe raus. Ja, die erste war ein bisschen zu weit vorgesetzt. Die hinteren Türme kommen ein bisschen günstiger rein und machen, ja, 4 Treffer, 0 Damage. Oh, aber die Izumo hat jetzt ein ernsthaftes Problem. Unser Flugzeugträger, der übrigens sehr, sehr gut arbeitet hier, das muss man wirklich so sagen, fliegt die an und haut ihr seine Torps hier regelrecht um die Ohren. Da ist nicht mehr viel übrig. So, und ich werde probieren, ihr jetzt den Rest zu geben. Sie dreht wunderbar quer. Und jawohl, sehr schön. 5000 Platten haben wir hier noch abgenommen oder 6000 Platten, was sie noch hatte. Und das bringt natürlich Kill Nummer 4. Allerdings erst 52.000 Damage plus einen nicht gezählten Zitadellentreffer. Also bis jetzt damage-mäßig ist die Ausbeute hier eher gering. Aber wie gesagt, waren auch nicht allzu viele Platten unterwegs. So, was haben wir da hinten noch? Mogami, gib ihr. Die Mogami kämpft gerade mit unserer Moskwa. Unsere Moskwa ist da echt in Schwierigkeiten. Die hat ganz schön leiden müssen hier auf der Seite. Und das sieht nicht gut aus. Naja, immerhin noch 3600 Platten. Unsere Moskwa pfeift da auf dem letzten Loch. Da kommt leider auch noch eine Benson rein auf der anderen Seite. Und ja, das war's für unsere Moskwa. Schade, bin ich leider ein bisschen zu spät gekommen. Ja, diesmal gucke ich mit meiner Türpitz auch ziemlich weit hinten rum im Defensivbereich, aber es wäre auch Blödsinn gewesen, mit diesem Schiff hier YOLO vorzugehen gegen 10er und 5 feindliche Zerstörer. Jetzt werde ich mich hier um die Mogami kümmern, die mich soeben in Brand geschossen haben. Oh, der neue Feuereffekt hier ist auch ganz nett, den man unten hat, kann man allerdings ausschalten, wenn man es nicht mag. Mein erster Reflex bestand gerade eben darin, mein Getränk auf den Bildschirm zu schütten. So nach dem Motto, Hilfe, mein Bildschirm brennt. Aber nein, brauchen wir nicht. So, löschen tun wir erstmal nicht, weil hier sind noch Zerstörer in der Nähe. Da kommt nämlich eine Shimakaze, die allerdings jetzt gerade rausgenommen wurde. Oder? War sie das? Sah zumindest danach aus. So. Mogami, jetzt hör auf zu zappeln. Nimm dein Schicksal wie ein Mann. Und Oberpen. 2-3 Uhr, nochmal ohne Damage. Jetzt wird's aber Zeit, hör auf mit Zappeln. 6000 Platten hat sie noch, das sollte doch zu schaffen sein. Das Feuer ist gerade aus, heilen wir uns nochmal hoch. Die Shimakaze hat's dann doch nicht erwischt hier vorne, die ist in Richtung unseres Caps unterwegs. Aber da kümmert sich der Flugzeugträger drum, macht er sehr gut, macht er wirklich sehr gut. Großes Lob an den Flugzeugträgerfahrer hier. Wunderbar, 4900 und jetzt die letzten Türme. Komm, der Krake sollte drinnen sein für mich und ja, sehr schön, der Krake. So gefällt mir das. Oh je, den Turps noch schnell ausweichen hier. Die Shimakaze lebt allerdings immer noch. Wo ist der Kriebel? Wo ist der Kriebel? Wer sucht, der findet. Der ist jetzt in der Nebelwolke drinne, aber da haben ihn die Turps erwischt. Und das Spiel ist zu Ende. Sehr schön in diesem Spiel. Krake freigelassen. 2 Zitadellentreffer, 5 Kills mit 56 Treffern. Und schaut bitte auf die Credits. Das hat sich mal richtig gelohnt. Das bringt mich in der Teamwertung ganz nach vorne mit 400 Punkten Vorsprung vor unserem tollen Flugzeugträger und den Zerstörern und der Moskwa. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Manchmal lohnt sich auch defensiv fahren. So, gucken wir nach verursachten Schaden. Ja, 87.000 sind halt bloß rumgekommen. Wie gesagt, waren nicht besonders viele Trefferpunkte in dem Spiel unterwegs, aber das sieht doch ganz gut aus. Jo, so, Kreditpunkte und EP. 1.219.000 sind dank des Events übrig geblieben, der momentan hier läuft. Und immerhin 8.284 Kredits. Ganz tolles Ergebnis für unsere Turbits. So gefällt mir das. Das war ein Sieg. In dem Gefecht hätte ich nie gedacht. Naja, was soll's. Wie gesagt, Leute, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hier auf Hoda TV. Und denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.